Der Titel des Seminars, des letzten Seminars, ist Abschied und Neubeginn. Und da werfen wir einmal einen Blick zurück, was ist in dem vergangenen Jahr passiert, wie habe ich mich entwickelt, was war besonders gut, was war besonders schlecht, was möchte ich weiterverfolgen, was möchte ich lieber hinter mir lassen und dann aber auch, wohin geht es jetzt in meinem Leben. Macht die Blende extrem schwer. Die Seminare spielen eine sehr große Rolle, da man in den einzelnen Workshops sehr viel lernt. Und man sich auch selber raussuchen kann, in welchen Bereich von einem Workshop man gehen möchte, was man zum Beispiel noch nicht gemacht hat oder wo man eigentlich mehr lernen möchte. Wir drehen jetzt gerade so einen Film, der soll so ein bisschen in die Richtung Alice im Wunderland gehen, aber wir wollen nicht die Story komplett nacherzählen, weil das wäre ja ein bisschen kreativlos, sondern wir sind halt einfach rausgegangen, haben geguckt, was lacht uns irgendwie an, was könnte man da irgendwie mit einbringen und sind auch hier durchs Haus gelaufen, haben geguckt, was kann man davon noch nehmen und dann haben wir uns unsere Story so ein bisschen zusammengesetzt und vorhin waren wir jetzt zum Beispiel unten im Wald und haben da jetzt mal an so einem kleinen Bach gedreht, was auch ziemlich lustig war. Ich hatte beim ersten Workshop eben Schreiben gewählt, dann Film und jetzt Tanzen. Das ist so eine breite Palette einfach von Möglichkeiten, die du hier kriegst, die du dann auch weiter in das Theater nehmen kannst und das, was du hier gelernt hast, auch den Leuten da weitergeben kannst. Es hilft dir natürlich auch in gewisser Hinsicht zu überlegen, was du in deiner Zukunft machen willst. Mein Wunsch ist, dass die Freiwilligen danach mit dem Wissen rausgehen, dass jeder kreative Prozess ein Prozess ist. Das heißt, dass man nicht irgendwas schreibt und dann fertig ist, sondern dass man immer eine Entwicklung durchläuft. Ich glaube, dass die in ihr Studium gehen können mit einem Wissensvorsprung vor denen, die vielleicht direkt nach der Schule ein Studium beginnen, weil sie eben schon die Realität und die Arbeitswelt kennengelernt haben und man kann ihnen vielleicht auch nicht mehr alles erzählen, also weil sie viel auch schon aus der eigenen Erfahrung wissen und weil sie vor allem auch dann nicht bei Null anfangen, was die persönliche Selbstständigkeit anbelangt. Die Seminare waren ganz arg schön, ganz arg tolle Erfahrung. Wir haben ganz viel Input bekommen und es war super organisiert jedes Mal. Und es war ein schöner Ausgleich zu der alltäglichen Arbeit in unseren Einsatzstellen. Mir bleibt von meinem FSJ Kultur in Erinnerung die tollen Seminare, mein Rollstuhlparcours und die Kollegen, die immer für mich da waren.